Mein Name ist Karin Zauner-Lohmeier, ich komme aus Wien und da stellen sich ja viele die Frage, warum geht eine europäische Bürgerinitiative zum Thema bezahlbares Wohnen von Wien aus? Wien ist ja so super. Wien gilt wirklich als das Best-Practice-Beispiel in Europa. Also Wien gilt als Best-Practice-Beispiel in Europa, wenn es ums Thema Wohnen geht. 60% der Wienerinnen und Wiener wohnen im geförderten oder im kommunalen Wohnbau. Und Wien hat halt sehr viel richtig gemacht. Seit 100 Jahren gilt in der Stadt das Selbstverständnis, dass der ungezügelte Kapitalmarkt von sich aus niemals Menschen ausreichend mit bezahlbarem Wohnraum versorgen wird. Das heißt, in Wien ist Wohnen Daseinsvorsorge. In Wien ist Wohnen eine politische Aufgabe und das seit 100 Jahren. Und auf das sind wir sehr, sehr stolz. In Wien ist es so, dass der Wohnbau unglaublich viele Arbeitsplätze schafft, eine unfassbare Wertschöpfung hier entsteht. Das darf man nie vergessen. Es schafft lebendige Städte, eine super soziale Durchmischung, reduziert die Arbeitslosigkeit und ist der Inbegriff für soziale Inklusion. Ja, zum Thema Bürgerinitiative. Was ist eigentlich europäische Bürgerinitiative? Das ist die Möglichkeit, dass man europäische Politik mitgestaltet. Und getragen wird zur Bürgerinitiative, na, wie der Name schon sagt, von Bürgerinnen und Bürgern. Und das müssen 7 Bürgerinnen und Bürger sein aus 7 verschiedenen Mitgliedsländern, die also hier als offizielle Organisatorinnen und Organisatoren auftreten und die dann diese Petition sozusagen einreichen. Und eine Bürgerinitiative darf eben nur europäisches Recht berühren. Jetzt sind wir hergegangen und haben Spitzenjuristinnen und Juristen hergenommen und haben also beauftragt, dass sie das Europarecht durchwühlen und schauen, wo da Ankerpunkte sind, welche Möglichkeiten es gibt, dass man hier bessere Rahmenbedingungen schafft, dass wieder mehr investiert werden kann in den öffentlichen und in den gemeinnützigen Wohnbau. Ja, Wohnen ist immer Sache des Mitgliedstaates, aber es braucht dringend bessere EU-Gesetze, dass die Städte, dass die Kommunen in Europa wieder mehr investieren können und dass mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Und wie der Martin schon gesagt hat, wir müssen dieser unfassbaren, unmenschlichen Spekulation wirklich radikal entgegentreten. Das zerstört unsere Gesellschaft und das ist der Boden der radikalen Rechten in Europa. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich möchte euch jetzt ganz kurz nur schnell die Forderungen vorstellen. Es sind 5 Forderungen in unserer Initiative. Die Forderung Nummer 1 ist eine Erleichterung des Zugangs zu bezahlbarem, geförderten Wohnraum für alle Menschen, denn derzeit wird über das EU-Beihilfenrecht dieser Zugang von der EU-Kommission beschränkt und das gehört weg. Wohnen für alle. 2. Forderung. Wir fordern, dass öffentliche Investitionen in den sozialen Wohnbau von den Maastricht-Kriterien ausgenommen werden. Es ist diese ureigenste Forderung der Gewerkschaften, der Linken in Europa, dass es nicht sein kann, dass Investitionen, das Wort sagt es schon, Investitionen in soziale Infrastruktur, in den Wohnbau beispielsweise, wie eine Ausgabe, wie eine Verbrauchsausgabe hier gesehen wird, fiskalpolitisch. Es ist eine Investition in die Zukunft Europas und das muss raus aus den Maastricht-Kriterien. Gut, die 3. Forderung, die ist auch sehr wichtig. Wir fordern einfach einen leichteren Zugang zu EU-Finanzmitteln für gemeinnützige öffentliche Wohnbauträger. So, wir stellen uns das vor, so eine Art Fonds, vielleicht der Europäischen Investitionsbank, aber es muss hier wesentliche Erleichterungen geben und es muss viel niederschwelliger sein, dass auch Länder diese Töpfe abholen können, das Geld einfach abholen können. Die 4. Forderung, die ist auch schon in reger Diskussion in Europa. Wir fordern endlich wettbewerbsgerechte Besteuerung
dieser Airbnb und Co-Plattformen. Ja. Es kann nicht sein, liebe Freundinnen, liebe Freunde, es kann nicht sein, dass Airbnb und diese ganzen Plattformen fast keine Steuern zahlen und der Hotelier daneben oder Pensionen oder Jugendherbergen einfach sich voll beteiligen, so wie wir auch, ja, die arbeitenden Bevölkerung. Das kann einfach nicht sein und da braucht es eine Regelung europaweit und da braucht es Fairness einfach. Ja. Gut, die fünfte Forderung, danke, die fünfte Forderung finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil das wissen viele nicht, aber es mangelt extrem an Daten zum Thema Wohnen, zur Wohnsituation in Europa. Es gibt zwar von der Eurostat, statistisches Programm, eine Erhebung, die ist aber auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Jetzt kann ich sagen, ja, die Durchschnittsmiete in Deutschland beträgt XY. Aber seien wir uns ehrlich, was sagt das aus? Gar nichts. Ja. Wir brauchen unbedingt kleinräumigere Erhebungen. Es braucht da einfach städtische Statistiken. Wir müssen wissen, wie die Wohnkostenbelastung ist, der Wohnraumbedarf, die Wohnsituation. Es müssen Fehlentwicklungen sichtbar gemacht werden. Und das ist ganz wichtig, die fünfte Forderung. Und jetzt muss ich eh schon aufhören. wir brauchen 1 Million Unterschriften bis zum 18.03.2020. Wir brauchen in 7 Mitgliedstaaten eine von der EU-Kommission vorgegebene Mindestunterschriftenanzahl. Und Sie können unterschreiben unter www.housingforall.eu. Draußen liegen natürlich die Unterschriftenlisten, da würden wir uns schon riesig freuen, wenn Sie heute schon unterschreiben würden. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir im EU-Parlament ein Fotoshooting machen haben können. Der Martin war auch dabei, das war super lustig und sehr nett. Also wir brauchen Promis, wir brauchen Sportler, wir brauchen einfach Leute, die uns ein Zitat geben, die sagen, es ist wichtig. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Da geht es um alle Generationen, da geht es um uns alle. Ja, was würde ich jetzt nur sagen am Schluss? Es ist wichtig, dass wir hier in Europa ein Zeichen setzen gegen den ungezügelten Kapitalmarkt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eingeladen worden bin und dass Sie uns da unterstützen. Danke.